Hier sind überraschend dumme Wege, um zu sterben. Nummer 1. Gary Hoy. Beginnen wir mit dem ersten skurrilen Todesfall. Und dafür schauen wir zurück aufs Jahr 1993. Der 39-jährige Gary Hoy ist ein erfolgreicher Anwalt in Kanada und ganz besonders stolz auf sein verglastes Büro im 24. Stockwerk des Toronto Dominion Center. Vielleicht lag es daran, dass er, bevor er Jurist wurde, eine Ingenieursausbildung abgeschlossen hatte. Jedenfalls hatte er nicht nur unbegrenztes Vertrauen in das Bauwerk selbst, sondern auch diese komische Angewohnheit, dessen Zuverlässigkeit anderen Menschen auf sehr spektakuläre Weise zu beweisen. Kamen Besucher oder Mandanten in sein Büro, demonstrierte er jedem, wie bruchfest seine Büroverglasung ist. Und zwar, indem er sich dagegen warf. Hoch oben, mit Blick über den Dächern der Stadt, nahm er Anlauf und schmiss sich gegen das Glas. Mit Erfolg, denn die Scheibe hielt jedes Mal stand, bis zum 3. Juli 1993, dem Tag, als eine Gruppe Studenten sein Bürozimmer besuchte. Wie immer nahm er Anlauf und machte seinen kleinen Scherz mit dem Hochhausfenster, um seine Gäste zu schockieren und vielleicht auch ein klein wenig zu beeindrucken. Weil eine Studentin aus der Gruppe dieses Mal jedoch eine Zugabe forderte, zog er seinen Showmove gleich zweimal hintereinander ab, mit fatalen Folgen und, wie sagt man so schön, Hochmut kommt vor dem Fall und hier gleich wortwörtlich, denn beim zweiten Anlauf fiel das Glas plötzlich aus dem überstrapazierten Rahmen. Hoy stürzte 24 Stockwerke tief in den Tod, vor den Augen der Besuchergruppe. Nummer 2. David Fyle. Was gibt es Schöneres als das eigene Zuhause? Nun, für den Engländer David Fyle nicht viel. Seit über 8 Jahren wohnte er in seiner kleinen Wohnung, als er 2008 plötzlich die schlimme Nachricht bekam. Die Hausbesitzer planten den kompletten Gebäudekomplex abzureißen. Für Pfeil ein Schock, denn er wollte seine 4 Wände auf keinen Fall verlassen. 11 verschiedene Wohnungen wurden ihm als Ersatz in den nächsten Monaten angeboten, doch er weigerte sich vehement auszuziehen. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Für die Hausbesitzer war das Drama dann irgendwann zu viel. Sie kündigten an, seine Wohnung zwangsräumen zu lassen. Eine Ansage mit ziemlich schlimmen Folgen, wie sie später herausstellte. Nachdem seine Eltern plötzlich für 2 Tage nichts mehr von ihrem Sohn hörten, machten sie sich ernsthaft Sorgen und riefen die Polizei. Was der Polizist, der anschließend zu Files Wohnung fuhr, im Haus vorfand, war seiner Aussage nach das Schlimmste, das er jemals in seinem Leben gesehen hatte. Aus Protest hatte sich David Fyle das Leben genommen, zum Bedauern aller Hinterbliebenen allerdings auf eine ziemlich krasse und brutale Art und Weise. Der 50-Jährige hatte sich selbst mit einer Kettensäge enthauptet. Dafür baute er eine Konstruktion inklusive Zeitschaltuhr, die die Säge anspringen ließ, nachdem er sich selbst an einem Tisch festgebunden hatte. Für seine Eltern der wohl größte Schock ihres Lebens und auch für alle Ermittler, Polizisten und Rettungskräfte ein Anblick, den sie so schnell wohl nicht mehr vergessen werden. Nummer 3. Michael Anderson Godwin. Während sich die einen bewusst für den Tod entscheiden, erleiden andere genau dasselbe Schicksal, allerdings ungewollt. So war es auch bei Michael Anderson Godwin. Die Art und Weise, wie er gestorben ist, zählt definitiv zu den unglaublichsten und definitiv dümmsten. 1938 wurde Godwin zur Todesstrafe verurteilt, nachdem er einen Mord begangen hatte. Doch das Schicksal gab ihm eine zweite Chance. Nachdem sein Fall einige Jahre später nochmal aufgerollt wurde, kam der Richter nämlich zu dem Entschluss, ihn doch nicht auf den elektrischen Stuhl zu schicken. Für Michael Anderson hieß das, er ist gerade nochmal so haarscharf am Tod vorbeigeschlichen und hat am Ende doch nur eine lebenslange Haftstrafe bekommen. Doch manche Leute wissen ihre zweite Chance im Leben wohl einfach nicht gut genug zu schätzen. Denn am Ende ist Godwin nämlich doch auf einer Art elektrischen Stuhl gelandet. Der 28-Jährige wollte eines Tages in seiner Zelle seine Kopfhörer reparieren, die dabei noch mit seinem Fernseher verbunden waren. Blöderweise ausgerechnet, während er auf einer Toilette saß. Hätte Godwin im Physikunterricht früher etwas mehr aufgepasst, dann hätte er wohl gewusst, dass es keine gute Idee ist, in das Kabel der Kopfhörer zu beißen, die an den Fernseher angeschlossen sind, und das während er auf einer Stahltoilette sitzt. Aus seinem Fehler lernen konnte er jedoch nicht mehr, denn Michael Anderson Godwin löste ungewollt einen Elektroschock aus, der so stark war, dass er ihn direkt in den Tod schickte. Nummer 4. James Byrne. Machen wir weiter mit dem nächsten wirklich unglaublich dummen Weg, um zu sterben. Und auch dieser Fall ist mal wieder nur passiert, weil jemand nicht richtig nachgedacht hat. Es geht um den dramatischen Tod von James Byrne. Im Jahr 1990 suchte der nach einer Lösung, um Benzin aus seinem Auto herauszubekommen. Was auch immer ihn auf die Idee gebracht hat, doch er entschied sich, seinen Staubsauger aus der Garage zu holen. James Byrne schloss den Staubsauger an den Strom an, schaltete ihn
ihn an und begann damit das Benzin abzusaugen. Dabei unterschätzte er die Kombination aus den leicht entzündlichen Chemikalien und der Elektrizität des Staubsaugers. In Sekunden kreierte er damit eine enorme Explosion, die ihm sofort das Leben kostete. Für Byrne kam jede Hilfe zu spät, doch trotzdem ist sein Tod ein gutes Beispiel dafür, wie gefährlich der Umgang mit Benzin sein kann und was für dramatische Folgen es haben kann, wenn man es falsch einsetzt. Nummer 5. Robert R. Doch scheinbar reichen Fälle wie die von James Byrne nicht aus, um genug Menschen vor dem Umgang mit Chemikalien zu warnen. Denn auch Robert R. erlitt ein ähnliches Schicksal. Allerdings nochmal ein paar Nummern größer. Und eigentlich hätte er bestens über die Risiken von Benzin aufgeklärt sein müssen. Denn er arbeitete für eine Tanklasterfirma. Eines Tages bekam er den Auftrag, die Menge an Benzin in einem Tanklaster zu checken. Er kletterte wie gewöhnlich oben auf den Laster und öffnete den Deckel. Niemand kann genau sagen, was ihn an diesem Tag dazu bewegt hat. Doch Robert zog ein Feuerzeug aus seiner Hosentasche. Seine Idee? Das Feuerzeug in den Tanklaster halten, um besser zu erkennen, wie voll der Laster noch ist. Ihr könnt euch wahrscheinlich bestens vorstellen, was anschließend passiert ist. Denn ein voller Tanklaster mit Benzin und Feuer sind eine mindestens genauso schreckliche Kombi wie Benzin und der Staubsauger. In Millisekunden löste Robert eine chemische Reaktion aus. Dadurch entstand natürlich eine riesige Explosion, die sein Leben beendete, bevor er verstehen konnte, welchen fatalen Fehler er da gerade begangen hatte. Nummer 6. Edward Archbold. Genug von Benzin und dramatischen Explosionen. Alle Trash-TV-Fans vom RTL-Dschungelcamp aufgepasst, denn wir machen jetzt weiter mit einem Todesfall, den könnte man auch mit die härteste Dschungelprüfung aller Zeiten betiteln. Edward Archbold war ein begnadeter Insektenliebhaber. Doch noch lieber als kleine Krabbeltierchen hatte er Wettbewerbe und Herausforderungen. Er liebte es, sich herauszufordern, gegen andere anzutreten und besonders zu gewinnen. Doch der Wettbewerb, an dem Archbold im Jahr 2012 teilnahm, sollte ihn das Leben kosten. Doch fangen wir von vorne an. Eine Tierhandlung aus Florida veranstaltete einen Wettbewerb, bei dem die Teilnehmer Dutzende lebende Kakerlaken und Würmer essen sollten. Als Preis für denjenigen, der am meisten runterbekommt, sollte es eine Python geben. Für Edward Archbold genau das Richtige. Zusammen mit den anderen 30 Teilnehmern verschlang er einen Insekt nach dem nächsten. Sein Ehrgeiz war so groß, dass er am Ende tatsächlich sogar gewann. Doch die Freude über den Sieg hielt nicht wirklich lange. Kurz nach dem Wettbewerb brach Edward Archbold vor der Tierhandlung zusammen. Doch auch die Rettungssanitäter, die kurze Zeit später eintrafen, konnten sein Leben nicht mehr retten. Nachdem man im Anschluss das Videomaterial vom Wettbewerb sorgfältig analysiert hatte, fiel Medizinern auf, dass Archbold versucht hatte, gleichzeitig die Kakerlaken runterzuschlucken und einzuatmen. Etwas, das der Mensch eigentlich nicht kann, dank dem Kehlkopfdeckel. Der verhindert nämlich, dass wir beim Essen und Trinken weder flüssige noch feste Nahrung in die Luftröhre bekommen. Doch immer scheint das nicht zu funktionieren. Im Falle von Edward stellten Mediziner später fest, dass einige der Kakerlaken seine Atemwege blockiert hatten, nachdem sie versehentlich in seine Luftröhre geraten waren. Für Edward Archbold, der von all seinen Freunden und Kollegen als freundlicher und zuvorkommender Mann beschrieben wurde, sollte das der letzte Wettbewerb seines Lebens gewesen sein. Na, immerhin ging es allen anderen Teilnehmern des skurrilen Wettbewerbs im Anschluss gut. Nochmal wollen sie allerdings keine lebenden Würmer und Kakerlaken essen, nachdem sie gesehen haben, welche dramatischen Folgen das haben kann. Nummer 7. Humberto Hernandez. Eigentlich hätte alles so schön sein können. Im Juni 2007 liefen Humberto Hernandez und seine Frau Hand in Hand die Straße runter. Hernandez hatte seine Liebste gerade mit einer Packung Kirschen und einen schönen Blumenstrauß überrascht und wollte sie zur Feier des Tages in ein schickes Restaurant einladen. Doch die beiden sollten niemals am nahegelegenen Restaurant ankommen. Als sie die Straße herunterschlenderten, platzte einem Auto in der Nähe nämlich ein Reifen. Und das war der Beginn einer tragischen Kette an Ereignissen, die am Ende Hernandez Tod kostete. Der Fahrer des Ford Escape war nicht mehr in der Lage, sein Fahrzeug unter Kontrolle zu bringen, nachdem ihm der Reifen geplatzt war. Ungebremst kam er von der Fahrbahn ab und krachte in einen Wasserhydranten auf dem Bürgersteig. Laut Feuerwehr kann so ein Hydrant zwischen 100 und 200 Kilogramm schwer sein, je nachdem, aus welchem Material er besteht und wie viel Wasserdruck er widerstehen kann. Als das Auto in den Hydranten krachte, ging der explosionsartig hoch und traf ausgerechnet Hernandez am Hinterkopf, der zu diesem Zeitpunkt nur wenige Meter entfernt war. Da er ein kleines Stück vor seiner Frau ging, blieb die zum Glück unverletzt, musste sich das tragische Ereignis aber live und in Farbe mit ansehen. Hernandez, der durch den fliegenden Wasserhydranten getroffen und mit ihm in die Luft gerissen wurde, starb nur wenige Minuten nach dem Unfall. Nummer 8. Takuya Nagaya. Mal war es ein Wasserhydrant, mal eine gefährliche Kombination aus Benzin und Feuer oder das instabile Hochhausfenster, das in den bisherigen Fällen zum Tod geführt hat. Doch im Falle von Takuya Nagaya
Jaja war es einfach der eigene Vater. Und noch immer ist nicht ganz klar, ob aus böser Absicht oder ob er seinem Sohn damit vielleicht einen Gefallen tun wollte. Dem 23-Jährigen plagte nämlich etwas Fürchterliches. Er glaubte, von einem Fluch befangen zu sein und zu einer Schlange zu mutieren. Er verhielt sich merkwürdig und wurde aggressiv, fing wie eine Schlange an zu lispeln und sich sogar so zu bewegen. An einem Abend wurde das Verhalten von Takuya aber noch extremer. Er schrie um Hilfe und bettelte seine Mutter an, ihn von dem Schlangenfluch zu befreien. Die rief dann voller Sorge Takuyas Vater an, der daraufhin das Unfassbare tat. Er prügelte auf seinen Sohn ein und fing sogar an, ihn zu beißen, in der Hoffnung, sein merkwürdiges Verhalten zu stoppen. Doch stattdessen erreichte er nur eins, Takuyas Tod. Durch die vielen Schwellungen und Verletzungen verstarb er nämlich kurze Zeit später im Krankenhaus. Auf Takuyas Vater, der bis heute behauptet, dass er seinem Sohn nur helfen wollte, wartet nun ein Strafverfahren. Nummer 9. Mark Gleason. Es gibt doch nichts Nervigeres als einen Partner, der nachts so laut schnarcht, dass der eigene Schlaf darunter leidet, oder? Das sah Tracy Lambert im Jahr 1996 genauso. Ihr Freund Mark Gleason hatte nach einem Unfall so schlimme Probleme mit seinen Nasennebenhöhlen, dass er nachts unglaublich laut geschnarcht hat. Dem wollte Tracy endlich mal ein Ende setzen. Gut, sie hätte es natürlich mit einer Schnarchschiene oder einem neuen Kissen versuchen können, doch Tracy hatte scheinbar eine andere Idee. Und zwar wollte sie das Schnarchproblem mit Tampons lösen? Einfach ein Tampon in jedes Nasenloch und vorbei ist's mit den lauten Geräuschen. Recht hatte Tracy. Marks Schnarchen wurde wirklich gestoppt. Allerdings, weil er daran verstarb. Am nächsten Morgen fand Tracy ihn tot auf dem Sofa. Die beiden Tampons noch in der Nase. Die Kombination aus den Tampons, die ihn nicht mehr durch die Nase atmen ließen, und Alkohol und Schlaftabletten, die Mark am Abend zuvor genommen hatte, kosteten ihn am Ende sein Leben, wie Mediziner feststellten. Nummer 10. Jimmy Hasselton. Ein überraschend dummer Weg, um zu sterben. Anders kann man den Fall von Jimmy Hasselton kaum betiteln. Der 62-jährige Millionär hatte erst wenige Monate vor seinem Tod die US-Firma Segway übernommen. Die Hightech-Scooter gelten als Revolution für den Straßenverkehr. Der Fahrer steht auf dem Segway, lehnt sich leicht nach vorn und beschleunigt damit bis auf eine Geschwindigkeit von 20 Stundenkilometern. Eigentlich ziemlich einfach und gut zu handeln. Vor allem für Jimmy Hasselton, dem die Firma ja schließlich gehörte und der auch privat gerne mal mit so einem Gefährt unterwegs war. Ziemlich tragisch war daher auch die Nachricht, die im Dezember 2010 plötzlich durch die Welt ging. Segway-Inhaber stirbt bei Segway-Unfall. Wie die Ermittlungen später ergaben, war Hasselton mit seinem Scooter unterwegs, als er unabsichtlich vom Weg abkam, eine Klippe hinunterstürzte und anschließend in einem Fluss landete. Für den Millionär kam leider jede Hilfe zu spät. Nummer 11. Joao Maria de Souza. Kommen wir jetzt zu einem der skurrilsten Todesfälle, die es wahrscheinlich jemals in der Geschichte der Menschheit gegeben hat. Die Chance, dass einem das passiert, was Joao Maria de Souza im Jahr 2013 passiert ist, geht praktisch gegen Null. Der Brasilianer wurde nämlich in seinem Bett erschlagen von einer Kuh. Kein Scherz, de Souza und seine Frau Leni schliefen gerade, als die Kuh in ihr Bett krachte. Das Tier war offenbar von einem benachbarten Bauernhof im Südosten Brasiliens geflohen und hatte direkt oberhalb des Familienhauses auf einer Wiese gegrast. Dabei war es auf das Wellblechdach geraten und die dünne Abdeckung gab natürlich sofort nach. Die tragische Folge, der 1,5 Tonnen schwere Wiederkäuer, fiel 2,5 Meter tief direkt auf Frau Maria. Nach dem Unfall war Maria de Souza zuerst sogar noch bei Bewusstsein, sprach und verhielt sich nach Aussage von Augenzeugen eigentlich normal. Mit einem gebrochenen Bein wurde er dann ins Krankenhaus gebracht. Einige Stunden später starb der 45-Jährige an inneren Blutungen, ohne von Ärzten untersucht worden zu sein. Seine Familie wirft den Medizinern vor, den Notfall nicht richtig eingeschätzt zu haben. Wer letztendlich die Verantwortung für seinen Tod zu tragen hat, soll nun untersucht werden. Eine Kuh vor Gericht? Das wäre doch eigentlich auch mal ganz spannend, oder? Wollt ihr mehr davon? Zeigt uns das mit einem Like und abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und hier gibt's jetzt noch ein weiteres Video für euch.